Das war Austra mit The Noise. Ihr seid ja bei Amnesty aktuell mit unserem heutigen Thema Intersex. Und zwar geht's jetzt um Intersex in Malta. Dazu hat sich Anna informiert und wird euch nun etwas erzählen. Die Rechte von intersexuellen Menschen sind in vielen Ländern der Welt eingeschränkt. Insbesondere die körperliche Unversehrtheit und der Schutz vor Diskriminierung sind international oft nicht gegeben. Dass das auch anders geht, zeigt uns ein kleines Land. Malta. Im April 2015 geht die maltesische Regierung im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen an Intersexuellen einen großen Schritt voran. Im April 2015 hat das maltesische Parlament ein Verbot von frühkindlichen Operationen zur Normalisierung des Geschlechts beschlossen. Malta ist das erste Land, welches diesen Schritt macht und damit eine langjährige Forderung der Intersex-Bewegung erfüllt. Damit ist die Mittelmeerinsel mit einem Schlag zum Vorbild für ganz Europa geworden. Das Gesetz klingt sperrig. Der Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act. Die Durchsetzung des Gesetzes ist vor allem Silvan Aguis zu verdanken. Silvan war bei ILGA, dem europäischen LGBTI-Dachverband, tätig, bevor er in das maltesische Gesundheitsministerium wechselte. Silva war es, der das internationale Intersex-Forum 2013 nach Malta holte, was hohe politische Aufmerksamkeit erhielt. Die Gesundheitsministerin kam in Kontakt mit Betroffenen und somit war der Grundstein für das legislative Verfahren gelegt. Der Gender Identity Act in Malta beinhaltet Bestimmungen zum Schutz vor Diskriminierung und das Recht auf profunde medizinische und psychologische Unterstützung. Die beiden Hauptteile betreffen das Recht auf körperliche Integrität und auf die Angleichung der Geschlechtsidentität. Das Gesetz verlangt für medizinische Eingriffe zwingend die bewusste Zustimmung der betroffenen Person. Insbesondere verbietet es alle operativen Geschlechtszuweisungen bei Minderjährigen, die aufgeschoben werden können. Eingriffe sind nur dort zwingend, wo sonst die Gesundheit des Kindes gefährdet wäre. Unter besonderen Umständen können sich die Erziehungsberechtigten an eine staatliche Kommission wenden und die Behandlung genehmigen lassen. Diese interdisziplinäre Kommission setzt sich neben medizinischen ExpertInnen aus MenschenrechtlerInnen und PsychologInnen zusammen. Dieses Verfahren schafft einen transparenten Rahmen, bei dem ein interdisziplinäres Team einbezogen wird und alle Beteiligten informiert werden. Das Gesetz regelt auch die Geschlechtsangleichung. Die Anpassung des Geschlechts bzw. der Geschlechtsidentität ist ein notarieller Akt. Chirurgische Geschlechtsanpassungen, Hormontherapien oder andere psychologische, psychiatrische oder medizinische Behandlungen sind nicht zwingend. Eine klare und eindeutige Erklärung, warum die Person die Geschlechtsidentität anpassen möchte, reicht aus. Für Minderjährige können die Erziehungsberechtigten beim Gericht einen Antrag stellen. Diese sind auch verpflichtet, vor dem 14. Geburtstag ihres Kindes eine Erklärung abzugeben, falls das Geschlecht bei der Geburt nicht deklariert wurde. Das Gesetz hat für Haida Viluria, eine der international bekanntesten Intersex-AktivistInnen, absoluten Vorbildcharakter. Für sie handelt es sich bei den Operationen an Intersex-Kindern um Genitalverstümmelungen, die verboten gehören. Und genau das sind sie in Malta. Ein Kritikpunkt am Gesetz ist allerdings, die Formulierungen im Gesetz implizieren zum Teil einen Aufschub der Operation. Ob operiert werden muss, ist nach dem Gesetz also nicht die Frage, sondern lediglich wann. Nichtsdestotrotz stellt dieses maltesische Gesetz einen allgemeinen Rechtsanspruch aller Menschen dar, die Geschlechtsidentität frei wählen zu können und frei über den eigenen Körper bestimmen zu können.